Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2. Wir spielen die Fahndung Broken Wings, gebrochene Flügel, und Rager macht sich wieder mal ein bisschen locker auf einer ganz besonderen Art. Yep. Wir müssen noch eine weitere Fahndung abschließen. Wir haben jetzt 3 Geiseln zurückgeholt für unser Schloss und wir sehen hier akuter Bedrohungsalarm 1. Ob das jetzt gut, schlecht ist, weiß ich nicht, aber wir haben einen Piloten, wir haben einen Mediziner und wir haben eine Technikerin. Jetzt bin ich mal gespannt, was die vierte Person für eine Fähigkeit hat, die hier, ja, jetzt ist gut, Ranger, die hier für unser Vorhaben von Bedeutung ist. Wir schauen mal kurz in die Fahndung. Es handelt sich hier um Lauren Fong und die lokalisieren wir in Downtown West, beziehungsweise, so wie es aussieht, müssen wir erstmal nach Downtown East. Und zwar gibt es hier oben den Kontrollpunkt gestürzte Kräne. Da müssen wir hin und das heißt, wir werden erstmal wieder mit dem Hyperloop hier die Schnellreise durchführen und dann geht's auch schon los in dieser Folge The Division 2 gebrochene Flügel. So, los geht's. Aufmunitioniert haben wir. So, wir müssen da hoch und ihr denkt bitte immer daran, jo, genau, nicht vergessen. So, dann. Okay, also die Sachen, denke ich, nehmen wir nicht unbedingt mit. Da müssen wir links rum, aber ich glaube, da haben wir uns letztes Mal schon ein bisschen schwer getan. Müssen wir vorsichtig angehen. Oha, da sind welche. Wir werfen da mal was hin, spaßeshalber. Und dann schauen wir mal, was kommt. Ach, da ist ja schon einer. Oh ja. Ja, dann müssen wir doch raus und erstmal die Verstärkung holen. So, wo müssen wir hin? So, ein bisschen aufpassen, dass uns da keiner in den Rücken fällt. Hör auf zu flessen, ich bin ja da. Oh, da oben. Ja, erst war er noch da, jetzt ist er weg. Nanü, sag ich. Ich sag Nanü. Erst war es auf, jetzt ist es zu. So, wo sind die Jungs? Da hinten tut sich was. Das gefällt mir gar nicht so. Da ist nämlich auch alles rot. Ja, da. Er will zur Gun, okay. War vielleicht keine so gute Entscheidung. Ich überlege gerade, ob wir hier unsere Gun holen. Weil die macht jetzt hier auch wenig Sinn. Ups. Da oben wäre eigentlich eine gute Position. Sofern uns von da nichts in den Rücken fällt. So, dann schmeißen wir das Ding mal dahin. Dann sind wir ein bisschen näher am Geschehen. Der Kollege muss weg. Oh ja, es will uns an die Wäsche. Oh ja, da ist was. Wusste ich es doch. Oh ja, ja, ja. Da ist was von der Seite. Und da kommen sie, die Jungs. So, der da hinten passt mir gar nicht. Ach, das sind die Buben mit dem Bogen. Die haben ja immer den Bogen raus, soviel ich weiß. Da ist noch einer. Gut. Ah, da wusste ich es doch. Da kommen noch mehr. Ja, jetzt wird's spannend. Oh,
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. So, jetzt müssten da welche sein. Oh ja, da ist einer. Haben denn unsere Jungs schon das Ding eingenommen? Oh ja, sehr gut. Sehr gut. Bin ich ein bisschen spät dran, hä? So, kommen die jetzt von da? Oder was tut sich hier? Ja, natürlich. Da ist irgendwie auch so eine andere Gefechtssituation. Ich glaube, das gehört gar nicht dazu, oder? Doch, die kommen hierher. Die gehören dazu. Ei! Kommt dahinter. Au, das Problem ist. Zusätzliche Feindkontakte. So, da könnten wir auch mal ein bisschen was raushauen hier. Und schwupp, weg ist er. So, von wo? Von links. So, Hauptsache die kommen nicht und fallen uns in den Rücken. So, da... Und kaum sage ich's, kommt er und versucht es tatsächlich. Das gefällt mir nicht. Da ist irgendwas Rotes hinter uns. Ah, da hinten sind sie. Okay. Freunde, Freunde. Freunde, Freunde. Genau, geht zur Minigun. So, jetzt kommen sie von da noch. Haben wir jetzt da frei? Da ist jetzt frei. Okay. Mein altes Büro. Die wollen, dass ich ihnen was gebe. Wer weiß. Ich habe die Akten schon bereit. Die haben meine Batterien. Vielleicht ist hinter irgendwas her, aber ich weiß nicht, was es ist. Sie bringen Lauren und Vic zum Büro von Odiatek. Weg! Du kommst mir nicht davon. Ja, noch haben wir hier keine Ruhe. Noch haben wir hier keine Ruhe. Irgendwo springen immer noch welche rum. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Okay, dann gehen wir hier mal ein bisschen einsammeln. Hä? Wo ballert der jetzt hin? So, dann nehmen wir noch ein bisschen was mit. War sonst noch was? Irgendwo da links? Ah, doch. So, die ballern da hinten rum. Da sind welche. Gehören aber, glaube ich, zu dieser Aktion da hinten. Ach, das ist das mit dem Schlüssel. Okay, das können wir noch machen. Aber jetzt gehen wir erstmal Vorrat, Vorrat, Vorrat. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. So, und wenn wir den Schlüssel eh schon haben, dann können wir das dann auch gleich mal mitmachen. So, was gibt's denn Feines? Was gibt's denn Feines? So, wird ja nicht alles violett sein, oder? Okay, danke. Danke, danke. So, aufmunitioniert haben wir. Dann gehen wir mal darüber. Achso, war das? Ne, das war nur die Moon. Die haben wir, genau. So, dann holen wir hier jetzt mal den Schlüssel. So, und dann machen wir hier noch ein bisschen Reine. Noch ein bisschen Reine. Da ist er doch. Das Bürschle ist doch da.
Ah, das heißt, wir können jetzt schon den Ausstattungsbehälter öffnen. Yep. Okay. Das nehmen wir mit. So, dann hätten wir den Teil. Dann gehen wir jetzt mal weiter, weil das nächste wird jetzt mit Sicherheit wieder ein Kopfgeld sein. Wo müssen wir hin? Ich vermute, jetzt müssen wir hier rüber. Kann das sein? Kopfgeldeinsätze. Ne, hier haben wir noch einen Kopfgeldeinsatz. Okay, sehr schön. Wildcat Harris. Ja, da würde ich doch sagen, den aktivieren wir. Oh, sie aktivieren wir. Das Ziel ist in der Nähe, Sheriff. So, oh ja, das ist wirklich ganz in der Nähe. Ach, das ist die Geschichte wieder. Augenblick. Ja, da hinten wusste ich es doch. Das ist dann wieder irgendwie so ein komischer Eingang, wenn ich richtig weiß. Aber da werden die, glaube ich, schon draußen rumlungern. Wie war das? Wir laufen einmal rum. Geht's da vielleicht irgendwo runter in die Tiefgarage? Kann das sein, dass es hier ist? Es dünkt mir. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Okay. Wo bringen wir das Geschütz unter? Hier ist doch ganz gut. So. Dann werfen wir erstmal ein Granätchen, um die Party ein bisschen aufzulockern. Ups. Er will es aber genau wissen. Keine Freunde. Sehr schön, weiter geht's. Okay, so wie war das? Irgendwie da. Ach, na. Wie war das nur? Müssen wir da jetzt irgendwo hoch? Nee, da kommen wir ja nicht rüber. Da müssen wir hoch. Wenn ich richtig weiß. Nein. Ja, da geht's rein. Genau, und dann links, beziehungsweise rechts und rechts. Genau. Jetzt weiß ich es wieder. Dann gehen wir gleich mal da hoch. Tango, kommt schnell über die Flanke! Geht wieder los! Nee, das machst du nicht. So, wo sind sie? Da kommt noch einer. Ja, da springt noch einer rum. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht irgendwo hinter uns einer hochläuft, die Treppe oder so. Die Treppe, pepepepepepepe. Da sage ich doch, da kommt er. Nee, hier spielt die Musik, mein Freund. So, da haben wir noch einen. Was war das? Gute Frage, was war das? Ich weiß es nicht. Und wenn ihr es nicht wisst, woher soll ich es dann wissen?
So, jetzt denke ich, sind wir hier vor soweit fertig. Okay, dann geht's jetzt nach unten. Bisschen einsammeln. So, das können wir immer gebrauchen und das nehmen wir auch mit. Und jetzt müsste es da drüben hochgehen, wenn ich richtig weiß. Und dann... genau. So, vorsichtig. Besser nach oben. Spezialmunition. Kann jetzt auch erstmal nicht schaden. Und in Deckung. So, lungern die... da sind sie doch. Da lungern sie doch rum. So, ihn hätten wir zuerst killen sollen, glaube ich. So, wo kommen sie rausgesprungen? Müssen wir ein bisschen aufpassen, ob sie rechts kommen. So, da unten springt einer mit einer ganz, ganz großen Bumme rum. Dann werden wir hier auch ein bisschen aufmunitionieren. Ups. Ja, wer hat den längeren, ne? Das hast du gut erkannt. Dem kann ich nicht widersprechen, mein Freund. So. Komm mal hoch. Danke. So, da unten kommen sie noch alle raus. Oh ja, jetzt wollen sie mich... jetzt wollen sie die Flanke... Die Todesmutigen sind unterwegs. Das ist das Ziel, Agent. Ah, oh, da ist sie. Da werden wir jetzt mal in die Richtung rennen. So, so, da kommt sie nämlich hochgerannt. Und Dröhnchen wird sie platt machen. Wusste ich's doch. Okay. Dann rollen wir noch ein bisschen auf. Haben Lauren zur MLK Memorial Library verfolgt. Wir haben das Ziel erwischt. Gut gemacht. Wir säubern die Straßen. Eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Sheriff. So, das war's aber noch nicht. MLK Memorial Library, da müssen wir als nächstes hin. Lauren Fong. Lauren Fong, so. Und wie sieht's aus? Sind wir hier soweit durch? Kopffeld, ja genau, hier sind wir durch. Sehr schön. Dann heißt jetzt wieder ein bisschen einsammeln, aufmunitionieren. Da gibt es Schlüssel. Sehr schön, das nehmen wir alles mit. Auch da nehmen wir alles mit. So, Munition anscheinend brauchen wir nicht mehr. Das ist im unteren. Da können wir jetzt gleich mal runtergehen. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Da müssen wir, glaube ich, irgendwo hier lang, oder? Wo geht's runter? Wo geht's runter? Ah, da geht's runter. Genau, das da wollte ich vor allen Dingen mitnehmen. Ja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Okay. Dann schauen wir mal gleich aufs Kertsche. So, aufmunitioniert haben wir ja, oder? Jep. So, dann stellen wir uns hier an die Bonsais. Da
Denn wir sind soweit durch für diese Folge. Das soll es gewesen sein. Wir schauen mal ganz kurz, wo es als nächstes hingeht. So, Stopp, Projekte. Und zwar die Kollegin MLK Memorial Library. Okay, das wird sein hier. Okay, okay. Wir bewegen uns hier die ganze Zeit East, aber ich glaube, wir müssen irgendwann hier rüber West, ne? Also, das heißt, da müssen wir als nächstes hin. Das markieren wir uns schon mal. Jetzt haben wir es markiert. So, aber für diese Folge soll es gewesen sein. Der Rager bedankt sich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und es geht dann in der nächsten Folge wieder weiter mit The Division 2 Broken Wings. Wir spielen die Fahndung und versuchen, die Geiseln zu retten. Eine Geisel haben wir noch, bevor wir dann den Chief of the Watch retten dürfen. Also, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Ich sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal hier bei The Division. Tschüss, ciao, cheerio.